Hallo und herzlich willkommen hier bei Holy Love. Heute möchte ich euch beglücken mit 6 guten Tipps für Rocket League. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr kanntet die Tipps noch nicht. Und jetzt geht's los! Tipp Nummer 1. Schieße Tore. Tore sind immer wichtig. Man braucht Tore, um zu gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Schieße Tore. Jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 2. Verhindere Gegentore. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, genauso wie Tipp Nummer 1, das Tore schießen, genauso wichtig ist der Tipp, keine Gegentore zu bekommen. Jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 3. Wenn der Ball in der Luft ist, muss man springen, um ihn zu treffen. Ist ganz klar, wenn man am Boden bleibt, trifft man keinen Ball in der Luft. Ganz wichtige Sache, finde ich. Und nun Tipp Nummer 4. Auch wichtig, wenn der Ball am Boden ist, nicht springen. Sonst könnte man drüber springen, dann trifft man den Ball nicht. Wenn der Ball also vor dir herrollt, spring nicht. Wenn er auf dich zurollt, spring nicht. Ganz einfache Sache. Und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 5. Zum Boost. Okay, jeder kennt ihn, aber nicht jeder kann mit ihm umgehen. Ihr müsst ihn aufsammeln, drüber fahren. Die großen Boostfelder bringen euch direkt vollen Boost mit 100. Die kleineren Boostfelder, naja, die bringen weniger, da muss man öfter drüber fahren. Aber ganz wichtig ist, wenn man ihn einsammelt, kann man damit schneller fahren, wenn man ihn benutzt. Man kann ihn in der Luft benutzen, wenn man springt. Ganz großes Ding. Ja, wenn man nämlich in der Luft ist, springt und man drückt den Boost, bleibt man länger in der Luft, man kann das Auto kontrollieren in der Luft. Boost, also ganz, ganz wichtig, genau wie alle anderen Tipps. Hier sind nur wichtige Tipps. Ganz klare Sache. So, und jetzt zum letzten und nicht weniger wichtigen Tipp. Die Eigentore. Immer merken, Eigentore sind nicht gut. Auch nicht nur manchmal, nein, sie sind nie gut. Weil wenn ihr ein 0:0 habt in eurem Spiel und ihr macht gegen Ende ein Eigentor, verliert ihr. Ganz klare Sache, schon oft genug erlebt. Letzte Sekunde, Eigentor. Naja, war nicht gut, hat er trotzdem gemacht. Oder sie, ich will ja hier nicht diskriminieren. Sein. Auch Frauen spielen Rocket League, denke ich. Ich meine, geht ja auch, weil man muss bei Rocket League nicht einparken. Also ist das okay. Na gut. Ein klein bisschen sexistisch am Ende. Muss sein. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen Tipps was anfangen. Ich denke, einige kannten diese Tipps schon. Ich hatte schon viele Mates, die kannten nicht einen von diesen Tipps. Mit diesen Tipps. Und ich hoffe, ihr könnt sie gut umsetzen in eurem nächsten Spiel. Ciao!